Herr Bischofberger, guten Tag, wie geht's, wie steht's? Gehen Sie, Herr Zimmermann. Gut, obwohl in letzter Zeit ist mir... Eure Frau ist zum? Ich bin nicht verheiratet. Sehr gut, weiter so. Warum als ich euch zu dieser Besprechung bestellt habe? Ihr habt ja sicher die neuesten Entwicklungen in unserer Bankenbranche mitbekommen, oder? Ja, also gerade die Zinsentwicklung im langfristigen Hypothekarbereich, die ist... Blödsinn! Habt ihr eigentlich nur die Margen im Kopf, Herr Bischofberger? Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass es auch noch Wichtiges gibt? Die Rendite? Quatsch! Boni? Papperlapapp? Steuersparende Ausländer? Ethik! Noch nie etwas von Ethik gehört. Das ist der neue Trend, seit die Bankiervereinigung Schwarzgeld auf Schweizer Banken ablehnt. Unsere Privatbank wird diesen Trend voll unterstützen. Aber wir haben doch vor allem ausländische Anlagen auf unserem Private Equity Black Money Fund. Herrgott, nochmal, Bischofberger, die Bankenbranche steht vor einer moralischen Erneuerung und ihr tut hier schwarzmaulen. Gut, dann nennen wir es doch einfach Private Ethical White Money Fund. Sehr gut, seid ihr, geht doch. Habt ihr schon Ferien geplant? Ja, nächsten Frühling wandern im Napfgebiet. Ah, was? Die brauchen jetzt Ferien, und zwar Sonne und Meer. Ich hasse Sonne. Da, als Anerkennung für eure hervorragende Arbeit, 4 Tage Cayman Islands. Und wenn ihr sowieso schon dorthin fliegt, dann könnt ihr gerade noch die Unterlagen mitnehmen. Aber was ist da drin? Als ethisch handelnder Banker seid ihr am Schutz der Privatsphäre verpflichtet. Also los. Jetzt? Jawohl, das Zahnbürstchen könnt ihr auf dem Flughafen kaufen. Euer Flieger geht in 2 Stunden. Ihr verlässt unser Gebäude durch den Hinterausgang. Und denkt dran, ihr seid ein Tourist. Hm? Wie lautet unsere Devise? Too small to fail. Und wenn euch ein Beamter fragt, was ihr auf Cayman macht, was sagt ihr? Sonne, Samba, Senoritas. Abtreten.